Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Teil 2 in meiner Geburtstagsvorbereitung. Ich muss gucken, wie ich das alles hochlade. Ich denke mal, heute wird ein Video hochkommen und das wird dann morgen kommen. Heute ist ja erst Donnerstag. Ja, ich bin jetzt gerade in Göttingen. Ich habe hier einen Termin. Den werde ich jetzt wahrnehmen und ja, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber der Himmel, der bezieht sich so dolle. Ich denke mal, das wird gleich gewittern. Hilfe! Ja, ich muss jetzt gleich nochmal meine Parkscheibe rausholen und meine Parkscheibe reinlegen. Ja, ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß bei dem Video und ich werde jetzt zu meinem Termin gehen und ja, ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich euch beim Einkaufen wieder mitnehme und bis dann. Thank you.
ich gehe jetzt wieder in den Markt zurück. Und kaufe für den Kuchen ein. Hier ist irgendeine Veranstaltung. Voll süß. Bis gleich. So, ich bin jetzt fertig mit dem Einkaufen. Ich habe alles. Ich habe Frischkäse, ich habe 2 Blätter Schokolade, ich habe Mascarpone, Kinder Bueno, Nutella und so weiter. Und jetzt geht's zur Kasse und dann wieder nach Hause. Dann kann ich meinen Kuchen fertig machen. So, ich bin jetzt fertig mit dem Einkaufen. Ich habe euch so ein paar Einblicke mitgenommen und ja, ich habe mir jetzt noch was zu essen geholt. Das werde ich jetzt essen und ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter. Ich muss noch andere Sachen einkaufen, zwar nicht für mich, aber ja. Das nehme ich nach vorne. Ihr habt ja schon gesehen, was ich gekauft habe. Da muss ich ja nicht noch viel zu weiter sagen. Und ja. Ich steige jetzt in mein Auto. Und dann werde ich erstmal kurz was essen. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Bis später. Hallo meine Lieben, ich melde mich mal wieder zurück. Und zwar bin ich jetzt fertig mit dem Einkaufen. Ich bin jetzt gerade wieder auf dem Weg nach Hause. Und ja, ich konnte euch nur so ein paar Szenen einblenden, wie ich einkaufen war, denn es war so proppevoll. Bei dem Real da in diesem Einkaufszentrum, da war wohl eine Veranstaltung und da waren sehr viele Kinder. Ich musste so ein bisschen aufpassen, dass ich die nicht mit aufs Bild bekomme. Deswegen konnte ich euch nur so ein paar Szenen einblenden, wie ich einkaufen war. Aber ich habe es versucht, ich habe es möglich gemacht und ja, ich fahre jetzt nach Hause. Ich habe noch so ein paar andere Sachen eingekauft, aber für jemand anderen noch mit. Und ja, ich fahre jetzt nach Hause und dann werde ich schon mal so weit die Sachen für den Kuchen weiter vorbereiten und dann nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Der Haushalt ist ja auch schon soweit erledigt. Ich muss jetzt den Balkon noch machen, fertig machen für die Feier und ja. Ich gucke mal, wie viel Filmmaterial ich schon zusammen habe. Aber ich denke mal, das wird sein. Und ja, vielleicht auch schon die Geburtstagskuchen, die Weiterführung in den dritten Teil. Ich glaube, es gibt 2 oder 3 Teile, das weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, es sind so 3 oder 4. Und ja. Oh, es regnet, es ist sau schlechtes Wetter draußen und ich hoffe, es gewittert nicht, damit mir nicht die Sahne umschlägt und das alles. Aber ich denke mal, wenn das kühl steht im Kühlschrank, dürfte da eigentlich nichts passieren. Ja, morgen mache ich den Kuchen dann komplett fertig. Und ja, ich fahre jetzt nach Hause und ich würde sagen, melde mich dann wieder, wenn ich zu Hause bin. Und ja, bis später. Hi, ich melde mich wieder zurück. Ich bin zu Hause und ich wollte jetzt eben noch mal euch zeigen, was ich alles so in meiner Tüte hier verbirgt. Ich will euch einmal berichten. Das sind Unterlagen, die müsst ihr nicht wissen. Und das ist mein Portemonnaie und meine Brille. Und ja, also es gibt einen kleinen Haul für euch. Und so, könnt ihr mich so sehen. So, genau. Ich habe ja für den Kuchen eingekauft. Das zeige ich euch hauptsächlich.
Dann habe ich nur Kleinigkeiten wie Hähnchenschenkel gekauft für heute Abend und ein Deo, das ist von BB, Soft und Lovely. Das will ich dann gleich mal ausprobieren und halt neue Zahnbürsten. Das ist wieder normale und das hier ist alles für meinen Kuchen. Da habe ich einmal Mascarpone mitgebracht. Da werde ich euch gleich mitnehmen. Dann habe ich zweimal Frischkäse mitgenommen, obwohl ich nur 250 Gramm brauche, aber musste mit. Und dann habe ich noch einmal eine Zartbitterschokolade mitgenommen. Die brauche ich. Meine Kinder Bueno für die Kinder Bueno Torte, üblicherweise, ne? Und dadurch, dass ich nur 100 Gramm Nutella brauche, habe ich jetzt einfach mal ein Nutella Glas mitgebracht mit 750 Gramm, dann kann ich auch so essen. Ja, und das war's auch schon. Bei Real, ich habe ja das bei Real gekauft, da habe ich 8,52 Euro ausgegeben. Yay! Ich werde jetzt mein Rezept holen. Dann werde ich die Creme schon mal vorbereiten. Und ja. Mein Rezept. Wenn der Kuchen fertig ist, dann setze ich euch das mal alles unten in die Infobox, das ganze Rezept. Also die Zutaten. Oder ich setze euch den Link unten in die Infobox von dem Rezept und da könnt ihr euch das dann ja selber raufsuchen und selber zubereiten. So, die Creme mache ich jetzt und ja. Das wird auf jeden Fall jetzt verrührt, aber dazu muss ich meine Küchenmaschine fertig machen. Und ich mache das eben und hinterher zeige ich euch das Ergebnis. Ja, meine Lieben, die Creme ist vollbracht. Ich hatte euch ja eben mitgenommen, wie ich Kinder Bueno, Mascarpone, Frischkäse, Nutella und das alles für mich gemischt habe. Und jetzt habe ich Sahne steif geschlagen und habe die untergehoben. Und das ist sie jetzt. Die werde ich jetzt mit Frischhaltefolie abdecken und bis morgen in den Kühlschrank legen. Ja, so werde ich das tun. Ja, ihr habt die Creme gesehen. Sie ist jetzt fertig und vollbracht. Und ja, ich werde jetzt dieses Video hier bearbeiten. Ich denke mal, ist wieder ein gutes Teil zusammengekommen. Und ich werde euch morgen wieder mitnehmen, wenn ich den Rest des Kuchens mache. Ich muss jetzt noch ein bisschen aufräumen, mein Chaos beseitigen und ja.
Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.